Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, unser Flugzeug wächst und wächst und wächst. Anders kann man es nicht sagen. Immerhin haben wir jetzt schon fast den nächsten Terminal komplett fertig. Jetzt fehlen nur noch die Parkpositionen hier auf der Seite. Dann können wir drüben anfangen schon zu bauen. Wir bauen hier gerade die Straße durch, damit das hier alles wirklich perfekt dann auch laufen kann danach. Und ja, wir müssen auch noch diesen einen Platz hier umstellen. Dann ist dieses Terminal hier unnötig für uns und wird nicht mehr weiter benötigt. Aber das dauert noch kurz, weil hier immer noch die Damen und Herren stehen und unbedingt warten, noch irgendwas machen wollen, bevor wir hier das Pushback durchführen können. Ich hoffe aber gleich, dass das soweit ist. Ja, es ist soweit, perfekt. In der Sekunde hoffe ich, dass... Kann ich das Flugzeug, was hier hin soll, gleich mal einmal annullieren, bitte? Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt gerade keine Lust mehr, darauf zu warten. Flugzeug wird annulliert. Willst du mich jetzt verarschen? Gut, jetzt ist es umgesetzt. Jetzt sollte der hier auch hier lang kommen. Perfekt. Und er hier hat nur noch die Verbindungen, aber ansonsten keine mehr. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Bedeutet, der hier kann abgerissen werden. Mit seinen Verbindungen. Die Umgehungsstraßen können umgetauscht werden und umgebaut werden. Es ist ein schöner Tag. Anders kann man es nicht sagen. Wir setzen das jetzt dann schön um. Hier unten kann auch viel abgerissen werden. Viel auch umgesetzt. So. Immerhin ist ein Großteil der Straßen jetzt hier unnötig. So. Dann Servicestraße gerade hier durchführen. Was wir hier aber noch machen können, rein theoretisch, ist die Wand hier ein bisschen nach hinten ziehen. So, jetzt machen wir hier schon mal einen Durchbruch frei. Muss ja auch sein. Die Idee dahinter ist, dass wir hier die Wand abreißen, ist, dass wir die Straßen hier hinten rumführen können. Und dann sozusagen eine Durchführaktion machen können. Was ich jetzt gerne schauen würde, wäre, ob wir hier vielleicht sogar mit so Einbahnstraßen so ein bisschen sagen können, wie sie es fahren sollen. Ja, sie machen es aber trotzdem. Was ist, wenn wir hier die Positionierung ein bisschen erhöhen? Die müssen noch aktiviert werden. Warte mal. Alle aktiv schalten. Vielleicht ein bisschen doof, wenn die deaktiviert sind alle. Die können wir auch schon mal aktiv schalten. Jetzt können die nicht alle hier schön warten und kriegen ihr Gepäck wieder. Ah, sie machen es trotzdem, egal ob ich es so mache oder nicht. Ja, ist super. Aktuell scheinen die kein Gepäck zu kriegen. Ist das richtig so?
Hier ist ein riesiger Kreisel und ich weiß nicht, was hier passiert ist. Was heißt das jetzt schon wieder? Funklosche wurde, okay. Abgeschlossen wurde 50%, was? Okay. Du müssen wir alles löschen, so. Positive ist, es geht langsam voran. Und das macht's immer besser. Ich würde jetzt gerne auf jeden Fall die ganzen nochmal abreißen und versetzen, damit wir halt genau wie hier einfach das ein bisschen verändern können. Das wird aber noch eine ganz interessante Sache, du. Ich sag's dir. Jetzt schauen sich schon die Großflugzeuge um den Start- und Landeplatz. Die sind mit allem nicht wirklich zufrieden. Warum denn? Landeverspätung der allgemeinen Luftfahrt. Aktuelle Meinung der allgemeinen Luftfahrt zur Landeverspätung. Verbesserung durch Vermeidung von Warteschleifen an Landebahnen, die von Kleinflugzeugen genutzt werden. Ja, okay, das ist der Bereich hier vorne. Der macht halt leider zwischendurch einfach Probleme. Gut. Jetzt müssen wir hier Sitzplätze neu platzieren. Eins von dem Ding weg hier. Fix, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder so viel fehlplatziert. Oh. Rotate. So. Dann machen wir den Boden weiter. Hier verbunden? Ja, habe ich. Ein großer Durchgang. Was habe ich gleich denn hier so verbunden, ne? Ne, bis hinten durch hat es gemacht. Na, warte, bevor ich das mache. Und sei nachher wieder den Mega-Aufwand. So. Schau, sofort ist das ganze Team da und kümmert sich um alles. Zack, jetzt brauchen wir wieder einen Teppich. So. Ja, es passt schon so. So. Dann führt es nicht langsam. Dann können wir jetzt hier nicht hingehen und sagen, okay, wir wollen für die Sitzplätze noch so ein paar Pflänzchen haben. Die tun wir jetzt ganz schön hier hin platzieren. So. Und schon können die jetzt hier auch durchgehen, ab ins Flugzeug. Ich
kann hier aber keine gesperrte Verbindung zur Parkposition. Also ich glaube irgendwie nicht, dass die gesperrt ist. Kann keine Verbindung zur Parkposition ändern oder löschen während einer aktiven Funktion. Achso, okay. Jetzt habe ich kapiert, was er mir sagen will. Hups. So, was ich jetzt gern haben würde, ich würde gerne die zwei anderen Parkplätze auch noch herrichten. Oh, das ist jetzt der falsche Ding. Baumodus für geplante Objekte. Das hat doch dann gestimmt, oder? Baumodus für geplante Objekte. Ah, das kostet mich nur 10.000, was? Das ist ja quasi nix. Dafür kriege ich die großen Positionen hier fertig. Ah, war ich vorhin im Baumodus oder was habe ich jetzt gemacht? Wo bleiben denn die Mitarbeiter? Also mit der Terminal-Durchmenge, Durchfahrtsmenge, Durchlauchsmenge bin ich gut dabei, finde ich. Das ist schon mal gut, dann können wir die gleich noch verbinden mit allem und dann sollte das dann auch passen. Dann können wir noch mehr von den mittleren Flugzeugen schon mal durchsetzen. Also wenn ich mir anschaue, wir haben jetzt schon wieder fast 75.000 und mit 75.000 können wir den nächsten Platz herrichten. Baut man noch den letzten fertig? Gut, Dankeschön. Einmal ein Upgrade, eine Fluggastbrücke, bei dir dasselbe. Hier dasselbe, upgraden, eine Fluggastbrücke. Perfekt. Dann gehen wir jetzt eins nach oben. Und machen den Kopiermodus an. Und kopieren einmal alles, was bis hier ist. Okay. Also hier geht es nicht genau gleich. Da muss ich dann so spielen. Hä, waren die hier alle gleich platziert? Achso, ja stimmt, warte mal, da war was. Bedeutet, ich muss euch so hier. Ja, dann werden die halt hier so platziert. Fertig, aus. Gibt's keinen Bodenpinsel oder sowas? Das wäre noch relativ praktisch. Scheint nicht so. Scheint leider nicht so. Wo sind die Mitarbeiter? Ich sehe die schon wieder unsichtbar irgendwo. Ah, die arbeiten schon wieder von unten da. So, dich kann ich ja schon mal wieder zuweisen. Auch wieder zuweisen. Zu viele Oh oh. Sind das zu viele? Wie viel darf man denn maximal haben? Mittelgroße darf man nur Parkposition-Verbindung gesamt Maximum 12p. Oh, ich darf da nur so viel. Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Soll ich denn hier drunter nochmal einen machen? Ah, das ist doch auch irgendwie doof, oder?
Also ich konnte den noch verbinden, den nicht. Wir verbinden euch jetzt erstmal mit der Position hier. Das trifft mich jetzt gerade so ein bisschen unerwartet, aber okay. Hä, wo sind die Schalter, die da drin sein sollten? Hier sind normalerweise Schalter dabei, meine Freunde. Wo bleiben die? Ach lol. Sag mir, dass auch einer sich das so machen kann. Cool. Okay, also, oder? Oh, nee. Nein, stopp. Oh, 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 oh. Eins vorne raus. Okay. Muss innerhalb von einer Sicherheitszone. Oh, das ist noch nicht in der Sicherheitszone, ich Idiot. Das macht Sinn. Scheiße. Nein, nicht schon wieder. Hier, so eins vorne raus. Gut. Also jetzt sollte ja dann der Durchsatz richtig heavy sein, oder? Das schauen wir uns auf jeden Fall in der Folge noch an, was passiert, wenn wir die jetzt aktivieren. Nimm jetzt. Oh ja, oh, schau mal die Geschwindigkeit an. Und ah, wo kann ich lang? Oh, die auch alle. Yep, nö, ich nehme das Band. Was cool wäre, wenn man das Band selber von der Länge bestimmen könnte. Oder halt zusammensetzen könnte, so aus Einzelteilen. Das würde gleich nochmal richtig coolen Einsatz geben. Ich könnte es mir leisten. Ich könnte es mir leisten. So. Also kann ich euch jetzt einschalten. Perfekt. Und hier soll eine Tür rein. Das machen wir aber bitte mal nicht. Ich hätte hier oben gerne eine Wand. Ich brauche keine Tür ins Nevada. Ich sag's euch, jetzt wird's richtig abgehen dann. Jetzt wird es dann langsam richtig abgehen. Hier, das, die sind auch noch heftig am Durchpflügen. Die Sitzbereiche finde ich immer noch mega geil. Ich könnte die wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren, damit die besser sind. Und dann hier in die Mitte reinsetzen. Aber das werden wir dann dementsprechend machen. Die Launches, oder Launch, die kommen hier unten rein in das Gebiet. Genauso wie die Toiletten. Das denke ich ist der beste Platz. Jetzt schauen wir mal, wann die ersten Flugzeuge auf den neuen Bahnen ankommen sollen. Es schaut so aus, als ob das erst Dienstag wäre. Ja, Dienstag kommt genau ein Flugzeug dahin. Ich glaube, mit den neuen Bahnen kommt er gerade noch nicht so ganz zurecht. Oder wir haben mittlerweile... Ah, wir könnten auch mal den Tower erneuern. Wir haben ja mittlerweile den großen freigeschaltet. Den würde ich jetzt original einfach echt hier hinstellen. Kann ich den nicht hier so rotaten? Baut den mal schnell. Ich hätte den voll Bock drauf, hier drin zu platzieren. Ah, jetzt laufen sie los. Außerdem müssen wir bald mal den Parkplatz überarbeiten. Da muss jetzt dann auch ein neues System her.
Oh, jetzt wird's. Jetzt kommt der neue Tower gleich. Dann ist der Flugzeugdurchsatz auch um einiges höher. Das kann jetzt kurz dauern, aber dann steht hier ein Tower drin. Eigentlich Wahnsinn, wenn man überlegt, was wir hier, wie das Ding klein angefangen hat. Mit ein paar Pisten und jetzt ist es so einer der größten Flughäfen. So ein riesen Flughafen mittlerweile schon. Der größte ist es jetzt natürlich noch nicht, aber schon Wahnsinn eigentlich. Ich kann ihn ja nicht mal anklicken, aber nicht schlecht. Hä? Ich habe nicht pausiert. Ah, okay. Hä? Einführung. Baue ein Terminal. Öffne die Heatmap-Fenster und sieh die an, wo Passagiere an anderen Stellen entlang gehen können. Schon gewusst, um bestimmte Objekte zu entfernen, halte STRG, während es entsprechend ausgewählt ist. Und klicken Sie mit der linken Maustaste. Baue ein Terminal. Sieh dir in der Heatmap. Okay. Und du musst schwierige Situationen vorbereiten, Vogelschläge, Notlanden, blablabla. Bei einem Bird Strike Prevention System. Ah, das sollte man vielleicht mal machen, ne? Kann man die Heatmap wieder ausmachen? Dankeschön. Aber ich wollte eigentlich gucken, was für einen Durchsatz wir aktuell im Flugzeug schaffen. 250. Ja, ist ordentlich. Jetzt werden auch die endlich die Dinger dann verwendet. Schau an. Jetzt ist dann hier Platz drin. Der alte Tower kann weg. Den braucht keiner mehr. Ah, schau dir an, wie die anstehen. Holy shit. Wo bleiben die Flugzeuge? Da kommt das nächste. Jetzt müssen die ersten neuen Dinger verwendet werden. Nehmen wir noch einen alten. Wo gehst du hin? Du gehst auf den hier. Oh, da kommt noch einer. Okay. Ah, oh, ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Nein, der hat den Platz genommen. Schade. Ah, da kommt noch einer. Ob er den nimmt oder einen von den beiden. Das wird spannend. Aber ich denke, so sollten wir auf jeden Fall... Ah, ne, er nimmt schon den hier. Vorteil ist natürlich, durch die hohe Umschlagsmenge kriegen wir jetzt um einiges mehr an Flugzeugen für Geld und hin und her. Das macht es natürlich um einiges profitabler. Wenn du siehst, durch die höheren Start-Landung-Frequenzen tust du halt mehr Geld generieren und alles drum und dran. Das ist schon gar nicht doof. Das muss natürlich in Vogelschlag-Prevention-System auch rein. Füge Anflugbefolgung zum System zur Verwendung von Vogelschiff. Vorne und hinten einmal ran. Dann wird es schon passen. Kriegt das Ding hier auch. System zur Vermeidung von Vogelschlägen. Einmal am Anfang und am Ende. Und dann wird das schon hoffentlich passen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir entweder neue Gebiete dazu kaufen, weil jetzt können wir uns rein natürlich schon zwei leisten. Was brutal ist. Also echt, das ist brutal. Und ich würde halt sagen, wenn wir das erledigt haben, werden wir das nächste Terminal angreifen. Das fertig bauen und dann die hier ansetzen. Dann tun wir nicht wirklich den hier noch die ansetzen, hier noch einen reinsetzen, der dann sich um die kümmert hier. Dann sollten wir dementsprechend hoffentlich neue Flugzeuge und alles reinkriegen. Das brauchen wir gleich gerade nicht. Und ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. We'll be right back.